Liebe Zuschauer, hätte ich fast gesagt, nein, liebe Facebook-Freunde, wir haben Gott sei Dank das Bundesverfassungsgericht. Und das macht die Politik ja gelegentlich aufmerksam, wenn sie bestimmte Sachen nicht berücksichtigt haben, die aber unser Grundgesetz fordert. Gut, und dann geht das große Geschrei los. Meistens versuchen sie sich reinzuwaschen. Sie sind es ja gar nicht gewesen, haben das alles berücksichtigt und so weiter. Aber dann werden auch Maßnahmen ergriffen, so schnell auf die Schnelle, wo die Nebenwirkungen und Risiken nicht berücksichtigt werden und gleichzeitig natürlich auch, sagen wir mal, die Vernunft bei der Lösung dieser Probleme keine Rolle mehr spielt. Gut, als Ursache wird bestimmt in den nächsten 10 Jahren immer noch Corona genannt werden, aber das ist auch, sollte uns eine Lehre sein. Wenn die falsche Ursache für bestimmte Probleme gewählt wird, dann wird das Problem nie zu lösen sein. Und so ist es auch beispielsweise mit dem Klimawandel. Gut, da hat man die Ursache dingfest gemacht. Das ist CO2, jawohl. Aber natürlich die normale Reaktion eines Menschen, da müssen wir das eben sozusagen auf Null reduzieren. Gut, aber haben wir eigentlich bedacht, was das dann für unsere Wirtschaft für Folgen hat? Dann wird gesagt, ja, aber meistens in Wunschdenken, das werden wir lösen, das ist kein Problem, da haben wir ja was. Wir können ohne Technologieoffenheit dieses nicht in den Griff kriegen. Glauben Sie mir, ich bin sowohl Elektroingenieur als auch Physiker und ich habe mich auch sehr damit beschäftigt, das Verhalten von Menschen zu berücksichtigen. Und das alles zusammenzuführen, das ist die Kunst. Und da haben natürlich auf den ersten Blick die Grünen ein enormes Verdienst. Gerade was den Umweltschutz, also das, was uns umgibt, ging, was die Natur anbelangt, da bin ich 100% mit Ihnen einverstanden und ich hätte damals sogar die Partei mitgegründet. Das war eine echte Lücke. So, aber jetzt geht es um die Klimarettung. Okay, das, was Sie dingfest gemacht haben, ist ja völlig richtig. Wir müssen ganz intensiv daran arbeiten, dass diese Temperaturerhöhung in der Welt, 1,5%, dringendst also reduziert wird oder wenigstens begrenzt wird. Also 2 oder 2,5% wäre schon die Katastrophe, denn dann weichen ja die ganzen Tundraböden, also die noch gefroren sind, auf und dann wird Methan frei und das ist 25 Mal intensiver an der Klimaerwärmung beteiligt als das CO2. So, also wenn ich solche Sachen dingfest gemacht habe, und die normale Reaktion ist, das müssen wir abschaffen, dann müssen wir die Nebenwirkungen und Risiken besonders betrachten. Und deswegen habe ich mich sehr gewundert darüber, dass jetzt auch die SPD sich über ihren Bundesfinanzminister und die Bundesumweltministerin befleißigt zu sagen, ja, wir müssen noch päpstlich als der Papst, wir setzen noch die Grenzen noch enger. Gut, ich bin damit einverstanden. Aber bitte bedenkt die Nebenwirkungen und Risiken. Ihr behauptet, das würde tatsächlich die Arbeitsplätze auch sichern. Im Gegenteil. Schauen Sie sich doch nur mal die Automobilindustrie an. Schon jetzt sind da 100.000 von Arbeitsplätzen verloren gegangen. Aus konkreten Gründen. Und Sie fordern die Revolution dort. Aber Revolution frisst immer ihre Kinder. Es ist bezeichnend, dass zum Beispiel Daimler jetzt sagt, wir produzieren keine Verbrennungsmotoren mehr hier in Deutschland, sondern in China. Das müssen Sie mal prüfen. Das hat also einen besonderen Grund. Und ich finde, es gibt Alternativen, aber die werden dann einfach weggewischt. Und ich habe das ja schon hier genannt. Das habe ich übrigens seit 14 Jahren verfolge ich das. Deswegen kann manche Leute sagen, der hat da einen Spleen. Nein, ich finde, das ist die einzige Möglichkeit. Insbesondere, weil diese Revolution, die Automobilindustrie war das Einzige, wo wir wirklich noch viel Geld mit verdienten im internationalen
handeln. Ne? Das ist ganz klar. Und sonst wird China sowieso, die halten sich auch an diese ganzen Lippenbekenntnisse, werden sie sich an den, in den ganzen Konferenzen werden sich gar nicht dran halten, glauben Sie mir. Die wollen die Weltherrschaft. Also jedenfalls, wir müssen da eine Methode finden, nicht durch Verbote. Und jetzt kommt das Entscheidende, das wollte ich Ihnen sagen. Die entscheidende Möglichkeit, überhaupt etwas am Klima zu drehen, ist, dass wir in Deutschland mit unseren 2% CO2-Ausstoß können wir das nicht, dass wir in Deutschland Technologien entwickeln, die der Welt helfen, dieses auch zu erreichen. Also stellen Sie sich mal vor, der Verbrennungsmotor soll abgeschafft werden. Gehen Sie doch mal in die Entwicklungsländer. Ich bin in der ganzen Welt gewesen. Wenn Sie da sich bewegen wollen, da gibt's keine Züge und so weiter. Das ist der Motor, das treibstoffgetriebene Verbrennungs-Otto oder Dieselmotor. Das Einzige, wo man eine individuelle Bewegung mit erreichen kann. Das werden die nie machen, auch wenn noch so viel auf den Konferenzen darüber gesprochen wird. Insbesondere, weil ja die Verkehrstechnik gar nicht der eigentliche Übeltäter ist. In den Häusern hier in Deutschland entstehen 40-50% CO2-Ausstoß. Und in unserem Verkehr, also unsere privaten Autos, die machen höchstens 6-8% aus. Warum sind die Grünen da wie verrückt drauf eingestiegen? Ich weiß es nicht. Gut, die Revolution, das, was die fordern, die frisst immer ihre Kinder. In den 3, 4, 5 Generationen später, auch Friday for Future muss das zur Kenntnis nehmen, wird das vielleicht mal einen Sinn werden. Aber das reine Elektroauto hat nichts mit Ökologie zu tun. Ich habe die Vorschläge gemacht und die sind vor allen Dingen auch, das ist einer der Aspekte, weil als Soziologe sage ich Ihnen, wir müssen auch Autos bauen, die sich jeder leisten kann. Denn Freiheit verstehen die meisten auch unter Bewegungsfreiheit. Und das geht nicht nur Kollektivierung, das geht nicht. Also was haben wir ja schon Genüge zum Beispiel in der DDR erkannt. Und das ist ja Gott sei Dank Vergangenheit. Aber Bewegung ist eben ein ganz wichtiger Aspekt für unser Bewusstsein von Freiheit. Und deswegen gehört das Auto an jeden, jeder. Gut, es wird Alternativen geboten, werden das eine tun, das andere nicht lassen, öffentlicher Verkehr und so weiter. Aber auch der kleine Mann oder die kleine Frau, die muss sich das leisten können. Und die Elektroautos sind so teuer durch dieses Batterie, die ja im Übrigen auch die ganzen Rohstoffe dafür, wo die herkommen, da wird nicht drüber diskutiert. Also Lithium, Kobalt und die seltenen Erden, da hat übrigens China den Finger drauf. Das müssen wir schauen, dass wir Alternativen dazu finden. Und ich habe das gefunden. Und wenn man jetzt die Wasserstofftechnologie nimmt und daraus beispielsweise, man kann mit Hilfe von Wasserstoff, der als Gas ziemlich problematisch ist, aber da kann man mit einer weiteren Stufe und Fabriken, die dann in Entwicklungsländern zum Beispiel errichtet werden können, weil die haben ja viel mehr Sonne, sagen wir mal so. Also mit Hilfe der Sonne könnte man Methanol, ein regenerativer Treibstoff, gewinnen, der überhaupt nicht. Aber dafür braucht man dann wieder ein Konzept, zum Beispiel ein Recycling von CO2. Denn auch hier bei uns werden wir niemals in Deutschland nur mit regenerativen Energiequellen zurechtkommen. Wo ist eigentlich der Speicher für diese Terawattstunden, Millionen von Terawattstunden, die wir manchmal brauchen, für Phasen, wo der Wind oder die Sonne nicht mitspielt? So, das ist das, was ich Ihnen sagen wollte. Bitte bedenken Sie, es gibt Alternativen. Und wir werden das Klima nur dann retten, wenn wir die richtige Ursache finden und die Maßnahmen. Wir müssen Technologie hier in Deutschland, wenn wir überhaupt mitreden wollen, entwickeln, die den anderen Ländern helfen, trotz aller Bekundungen auf den Konferenzen. Die werden sich nicht dran halten, denn wenn es sozusagen um das Hemd geht, dann werden sie ja schon alles wegwerfen und werden sagen, wir können nicht anders. Und so ist es auch. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, Ihr Jean Pütz.